So, hey Leute und willkommen zurück bei The Search. Weiter geht's. Hier im Fertigungskomplex B an der Förderbandzentrale. Und ich habe jetzt hier neben mir eine Lampe angemacht und ich hoffe, es ist ein bisschen erhellender für euch. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ist wieder einer von denen. Geh doch mal weg. Der haut mich echt kaputt, ey. Shit. Aber geil, wenn wir den noch mitnehmen könnten, denn ich habe gerade den Multiplikator relativ hoch. Oh, nice. Shit, ich konnte nicht. Doch. Erlebt. Wenn er mich einmal gestaggert hat, so wie jetzt, dann komme ich da nicht mehr raus. Ich hätte ihn gerade exekutieren können. Oh shit. So baller ich hier meine ganze Heilung. Mann, komm, du Arsch. Nö. 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 So nicht bürschchen. Willkommen, Warren. Hallo? Die könnte ich auf MK7 upgraden. Die auch. Ich nehme mal wieder die Kleine eine Weile, das gefällt mir gerade ganz gut. Und für MK8 vor allem haben wir auch schon drei. Ah, ein Kraftregulator fehlt noch. Wieso kosten Brust für MK7 plus 18.000? Hat das nicht vorhin über 40.000 für MK6 gekostet? Wird das wieder billiger? Achso, jetzt aber an die Medibay ran, damit ich mich wieder heilen kann. Oh doch, warte mal. Ich habe 58. Ach ne, 58.000 brauche ich fürs Level. Na gut. Lade ich die erstmal wieder hier ab. Bitte vergiss nicht, Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Was fehlt mir noch, Arme? Und sollte auch deine sein. Jo. Achso, Wolfram mit Jung MK3 war es nochmal. Hallo. So, jetzt können wir auch das hier machen. Super. Hätten wir das ganze Gorgon-Set auf mal MK6? Ja, und damit eine Verteidigung von 185, immerhin. Bitte vergiss nicht, Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Geh doch zur Medibay. Hey, komm, nochmal. Macht er nicht mehr? Hobbs. Pass auf dich auf, Kumpel, kipp mich nicht außer Latschen. Oh. Ha. Gesichtsgymnastik hier, ey. Hauen endlich weg. Oh. Oh, nein, hat er mich doch erwischt. Verdammt. Das schön.
Moment mal kurz. Sorry. Okay, dann sind wir wieder hier. Ich nehme jetzt hier trotzdem einfach mal alle wieder mit. Boah, ich weiß noch das erste Mal, da war es überhaupt schon schwierig, bis hier hinzukommen und dann da unten noch weiter. Weil dann immer mehr Gegner hier auf uns gewartet haben. Ist jemand von euch im ND 2 Plus? Würde mich halt mal interessieren, was sich da nochmal ändert. So, warte mal. Hier drüben kam man doch erst später vorbei, oder? Oh, hey. Ja, das klappt doch. Puh. Jo, nochmal 7er Wolfram-Legierung. Super, dann haben wir wieder 9. Können wir hier direkt schon mal einen Nanokern mitnehmen? Darf ich nicht vergessen, dass wir das direkt machen, wenn wir hier alles voll abgegradet haben. Ah ja, stimmt, hier ging es ja noch weiter. Drohnenmodul, Erschütterungsmodul erhalten. So. Habe ich es jetzt mitgenommen? Ja, ne? Ja. Okay. Da unten wartet dann der Boss Big Sister auf uns. War das der zweite Boss? Oh, nee. Dieser komische Feuerteufel war der zweite Boss. Den fand ich sogar noch am... Naja, die waren jetzt alle nicht so enorm schwierig. Ich fand tatsächlich jetzt im ersten Durchlauf den Endboss sogar am einfachsten. Und dann gefolgt vom ersten Boss. Dann von der Big Sister und dann von dem Feuerteufel zum Schluss. Ach, da hinten sind die anderen. Geben vielleicht auch wieder ein bisschen mehr. Dreieinhalbtausend. Geht. So. Vitalboost V1. Energetische Batterie V1. So, jetzt einer nach dem anderen. Alle den Arsch voll von mir. Na
komm, dann nehme ich dich halt so auseinander. Puh, okay, das war ganz gut. Jawohl. Halt. Stehen hier einfach 4 Leute rum, ne? Oh, oh, 95. Können wir direkt nochmal den Nanokern mitnehmen. Und hier kommen wir dann später wieder zurück. Okay. Gut. Ja, da war ich zu langsam. Nice, doch nochmal erwischt. Das war gut. Wenn ich den richtig gut treffe, wenn er diese Bodenattacke da machen möchte, dann unterbricht er die. Ach doch, doch, der geht. Komme ich aber da hoch? Da möchte ich jetzt noch nicht lang. Da können wir gleich hin. Ich gehe erstmal hier außen rum. Tour System, kurz DTS, bereist ihr jeden Ort auf der Welt und darüber hinaus. DTS wird direkt in euer neuronales Interface. Vielleicht hat der eine MK8 Legierung dabei für die Waffen. Glaube ich zwar noch nicht. Hier ist wahrscheinlich alles MK7 höchstens. Außer halt die ganz schweren. Ja, MK7. Oh, das war aber knapp. Schon auf meine Farmrunde, zu der wir ja dann bald wieder kommen. Hier ist Benberg, also hört zu. Ich weiß nicht, ob ihr es aus Recycling rausgeschafft habt. Ob ihr mich überhaupt hören könnt. Aber wenn, dann trefft mich an der Fernzügestation. Passt auf euch auf. Ich werde warten. Zusammen können wir das schaffen. Okay, nochmal MK7. Eine Tür. Jetzt kommen wir dahin zu dem. Ich glaube, das hier ist der Exo-Lift. Genau, den ich gerade noch nicht nehmen wollte. Genau, okay, dann fahren wir den nochmal hoch. Und gehen mal durch diese eine Tür. Ach, hier. Also die Standardgegner sind jetzt hier wirklich nicht schwer. Also, dann komme ich ja drüben raus. Eine Tür zum Öffnen. Und wo ging es oben nochmal lang? Das weiß ich nämlich gerade nicht. Oh. Hier gibt es bloß einen Schrotthaufen. Ach doch. Ich glaube, ich habe jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Oh, wer kam da denn angerannt?
Ach genau, das ist ja hier die entgegengesetzte Seite. Oh, hier ist ein Loch. Hör auf, dich zu reparieren. Das war ganz okay. Ich habe zwar jetzt gerade nicht viel gesehen, aber die sind alle kaputt gegangen. Halt, hier liegt noch was. Nochmal ein zerstörtes Kopfmodul. Nochmal. Okay, also da hinten geht es ja dann gleich weiter. Wir gehen jetzt aber nochmal zurück und schalten den einen Shortcut erstmal frei. Er lebt 2 Wochen Urlaub in weniger als einer Stunde mit DT. Hier ging es auch noch runter. Scheiße, nicht schon. Ach, hey, Irina. Hey. Erst dachte ich. Ja, zu. Bin. Ich. Also, was. Kein Wirt. Was? Zeig. Hm. Biomaster. Nun, der hier kommt. Hm. Oh, Junge, du hast was Netz. Ich sollte jetzt besser. Klar. Ignorier mich ruhig. Bitte gehen Sie weiter. Hier gibt's nichts zu sehen. Oh, ich glaube, die könnten MK8 haben, wenn ich Glück habe. Hier leider nicht. Obwohl. Mal schauen. Nee. Okay, der hat jetzt nochmal die Waffe fallen lassen, die ich schon von, die ich gerade Irina gegeben habe. Kann ich hier rüber oder bin ich dann tot? Okay, da geht's nicht weiter. Okay, dann sind hier unten bloß die beiden. Die eine Waffe hätten für Irina. Kann ich nochmal... Ich alles gut. Und grad? Gut. Jo. Ihr wollt mehr, oder? So. Und dann kommen wir direkt wieder zum Medibay und können auch eigentlich mal ein Level Up machen. 66.000 Altmetall dabei. Ich denke, wird mal wieder Zeit für Level 96. So. Schön, dich zu sehen. Wir helfen gern. Jo, gehen wir direkt wieder weiter. Läuft gerade einmal gut. So, da hinten geht es auch noch weiter. Die Türen dürften aber noch verschlossen sein. Das ist ein späterer Shortcut nochmal und hier oben ist nochmal einer, den wir wahrscheinlich als nächstes bekommen. Genau, der öffnet sich dann hier, genau. So viel zur Hilfe. Es ist schon über einen Tag und immer noch nichts. Sie antwortet nicht, wenn ich sie kontaktiere. Es wird schlimmer da draußen. Die Geräusche machen mich fertig. Ich kann sie immer noch hören. Die Schreie haben aufgehört. Das ist ein Segen. Aber da sind andere Laute. Ich habe einen Typen gesehen, der war in fürchterlicher Verfassung. Aber er schien warum zu wissen, dass er Geld für Fitness- und Spa-Studios ausgeben. Vielleicht hätte ich hin, wie kurzer Prozess.
Scheiße. Wie dumm. Ach, wie doof. Ach shit, das habe ich jetzt verrafft. Ich habe genau gedacht, der macht die Attacke. Na komm, verreck. Ui, ist so einer dazugekommen. So, jetzt geht endlich kaputt. Voll rein, ne? Ich will da nicht runterfallen. So, und dann sind wir hier, wo wir gerade schon mal waren. Die beiden Türen gehen von hier innen auf, also hier von hinten. Und hier, die können wir, ich glaube, ein, zwei Gegner sind hier drin noch. Ach so, einer noch. Na genau, und so einer noch. Gehen die beiden Türen auf. Oh. Hä? Ach so, die kleine Drohne. Würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.